Lasst die Belagerung von Burg Karaf beginnen. Herzlich willkommen, meine imperiumstreuen Freunde. Wir erobern die Wüste Stück für Stück. Und haben dabei auch noch Freude. Und jede Menge Feinde, die beseitigt werden müssen. Aua. Bevor sie mich beseitigen, nämlich. Oh Gott, sind das viele Schützen. Die müssen wir alle mal wegfriebeln hier. Darf nicht sein, dass die auf unsere Soldaten feuern. Was ist denn eigentlich mit Musik? Ich hätte nichts dagegen, mal wieder ein schönes Stück zu hören. Immer drauf, immer drop. So müsste es sein. Hallo, hallo. Oh, zack, Heddy. Schützen weiter nach vorne. Wir rücken ein Stück vor. Meine Fresse, die haben aber wirklich viele Schützen. Für mich persönlich ist das zwar gut, da habe ich was zu tun. Wie sieht's aus? Nicht so gut, wie ich es gern hätte. Lol. Neue Feinde sind eingetroffen. Ey. Verstärkung kriegen wir auch. Das ist nur ein Balken. Okay, Verstärkung ist eingetroffen. Vorwärts, Marsch. Au, wer? Vorwärts! Toll, wir hatten ihn gekillt. Darf ich hochkommen? Wo keiner mehr ist? Sollten wir etwa schon gewinnen? Ja, es ist schon so gut wie vorbei. Mit der Übeltäterei. Na gut. Wer will zuerst? Schützen, ihr dürft kommen. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ihr müsst mir mal helfen. Kommen. Könnt ihr das mal bitte machen? Das wäre voll freundlich. Ich danke euch schon. Ich danke euch.
Ihr seid echt klasse. Hab euch lieb. Ihr seid die Besten. Die Besten! Weiß gar nicht, wo die letzten Feinde noch stehen, aber ihr macht das schon, denke ich. Wie viele wären es denn noch? 12 Stück noch? Lol. Oh, guck mal. Kann man ja vielleicht doch noch Freude haben. Und jetzt stürmt die Hütte. Holt die letzten Köpfe raus. Und unsere Macht wächst erneut an. Sehr, sehr feines Bier. Was gibt's denn hier noch? Was gibt's denn hier? Will ich Stadt? Ne, davon will ich eigentlich überhaupt nichts, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Unser Delinat freut sich immer. Unser Delinat freut sich immer über neues Land und wir haben wieder eine Burg erobert. Und ich würde sagen, wir ziehen auch gleich mal weiter durch die Wüste. Weiter nach Terama. Ah, mit Belagerungsturm, das ist natürlich... Aber was soll's, es steht auf unserer Liste. Also müssen wir was tun, aber es sieht aktuell auch gar nicht so aus, als hätten wir eine Chance. Weil einfach der Großteil unserer Armee abgehauen ist. Wie es aussieht, wollen die auch nicht wiederkommen, hä? Mal jetzt, wie viel haben wir noch? 100, 200... 300, 400... Oh, nee, bleib doch hier. Also mehr als 400 Mann haben wir gerade nicht. Und es werden immer weniger. Nee, kommt. Hat aktuell erstmal keinen Sinn. Sagt allen Truppen Bescheid, wir brauchen hier nicht länger sämtliche Truppen. Wir lassen alle nach Hause zurückkehren. Heimaturlaub, wir haben erstmal genug erobert. Und auch wir selber werden zurückreiten in unsere Siedlungen. Weg vom Feinde. Ein bisschen rekrutieren. Wenn wir schon mal unterwegs nach Hause sind. Und die Zeit nutzen, um zu gucken, ob man nicht mit den Feinden Frieden schließen kann. Um unsere Bedenken zu zerstreuen. Ich meine, aktuell ist es zwar wirklich so, wir führen gegen alle Krieg, aber keiner kann was gegen uns unternehmen. Nicht mal ansatzweise trauen die sich was, aber... Ich will trotzdem auf Nummer sicher gehen. Und deshalb schicken wir überall erstmal richtig schön die Leute hin. Achso, da sind gar keine, die zu mir wollen. Gut. Ich persönlich schaue inzwischen mal beim Warenhändler vorbei, um mir ein bisschen Nahrung zu ergattern. Wie sieht's denn aus beim Waffenhändler? Haben wir was Tolles? Ein langes Breitschwert ausgewogen. Mhm. Zweihandsäbel mit 43, du. Naja, gut. Ich will es trotzdem nicht. Was machst du? 59, 21. Bessere Rüstung für den Lord. Kann man doch immer mal kriegen, sowas. Da stehe ich doch drauf. Wir gehen mal in die Schenke, machen wir uns noch ein bisschen beliebt hier bei den Leuten. Bitteschön. Lösegeldvermittler. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Mich stinkt es nämlich an, dass wir hier so viele Leute drin haben. Da können wir gleich mal ein paar loswerden, wenn wir schon mal hier sind. Verkaufen. Sobald man eine Stadt hat, ist das auch so eine richtig schöne Zusatzeinnahme. Haben wir noch einen einzelnen? Da. Haben wir noch einen Huschkau? So, Gelzer raus, ich habe noch mehr Leute. So, Garnison, wie sieht's aus? 5... 9, die 10, die 4,
Und die 2. Und schon sind wir wieder voll und können verkaufen gehen. Ich habe das Geld zwar nicht nötig, aber Geld stinkt ja bekanntlich auch nicht. Außerdem war die Rüstung jetzt sehr teuer. Das ist ganz schön, wenn wir wieder ein bisschen eine Pufferzone eröffnen können. So, 2er noch. Hier haben wir noch einen 2er. Hab wieder 30 Leute für dich, mein Freund. Verkaufen, 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 verkaufen. Na, wirst du wohl kaufen. Miese kleine Qualle. So, mal sehen, was wir jetzt noch alle Tiere aus der Garnison rausdrücken können. Mehr als genug haben wir, ja. Jetzt kommen hier so ein paar Einzelbestände noch mit dazu. Ja, ich nehme mal lieber den 2er mit. Damit wir die 30 auch wirklich voll haben, ne? So, Geldsack raus, mein Freund. Ich habe schon wieder Gefangene mitgebracht. Und diesmal sind es richtig viele. Aber unser Geld wächst. Sieht schön aus. Garnison, was haben wir jetzt noch auf Lager? So ein paar arme Bauernwichte hocken hier mit rum. Die regieren. So, danke erstmal. So, vorletztes Mal, dass wir verkaufen, denke ich. So wie es aussieht, haben wir den Knast gleich leer. Immer schön verschachern. Jetzt haben wir schon wieder 170.000 auf der Kante. Und jetzt mal gucken, was die Garnison noch zu bieten hat. Hier haben wir noch 3, 3, 5, 3 und 1. Damit ist der Knast ordentlich aufgeräumt. Das ist eine schöne Sache. Nee. Irgendwie ja nicht. Bitte. 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 Und bitte. Können wir nochmal einen Humpen für alle schmeißen, die irgendwie nicht, ne? Guten Tag, mein Herr, wie kann ich euch behilflich sein? Soll es wohl besser gehen? So nett, jo. Gut, rein theoretisch, ich würde gerne mal gucken. Sind wir noch dabei, irgendwelche Bücher zu lesen? Nee, ich glaube nicht. Kann auch sein, dass wir inzwischen schon alle Bücher gelesen haben. Ich weiß es nicht genau. Ist auch gerade nicht mein Bier, mich drum zu kümmern. Geh weg. Ich warte erstmal, bis meine ganzen Boten zurückkommen. Mal sehen, ob irgendwer Frieden mit uns will. Mir wäre es ganz recht, dass wir uns auf einen Feind konzentrieren können. Ach, Hauptmann, endlich habe ich euch gefunden. Ich bin von meiner Mission im saranidischen Sultanat zurückgekehrt. Im Allgemeinen würde ich sagen, Sultan Hakim findet, dass er den Krieg gegen Lord Peter noch ein Weilchen länger fortführen sollte, der Ehre willen. Okay. Ich danke dir für die Botschaft. Also den Sultan dürfen wir weiter verkloppen, gut. Die anderen Boten brauchen aber lange, hä? Ach, Lord Peter! Endlich habe ich euch gefunden. Ich bin von meiner Mission im Königreich von Nord zurückgekehrt. Im Allgemeinen würde ich sagen, König Ragnar beunruhigt Lord Peters wachsende Macht. König Ragnar sagt, dass er keinen Frieden schließen möchte. Gut. Probieren wir es mal mit den Kergiten. Vielleicht wollen die ja Frieden und wenn nicht, müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und uns mit der halben Welt weiter prügeln. Wer gegen wen und wie oft? Ach, mein Herr, endlich habe ich euch gefunden. Ich bin von meiner Mission in Kanakeri zurückgekehrt. Im Allgemeinen würde ich sagen, Sanyakan, oh, der will auch nicht. Na gut. Dann lässt sich das leider auch nicht anders klären. Das Shavi erstmal mit nach oben, bitte. Bei Hechtur sowieso mit nach oben, bitte. Chimera mit nach oben, bitte. Und du hast auch die Ehre, die Fürsten des Reiches zusammenzurufen, damit wir den nächsten Kriegszug beginnen können. Oh, lasst uns mal gucken.
Wo ziehen wir denn heute hin? Die Wüste würde mich natürlich schon reizen. Allerdings haben wir im Norden nicht so viel, wie ich gerne hätte. Es beunruhigt mich, dass der hier so eine Linie zieht. Allgemein, der Norden, der ist ganz schön heftig gerade. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns der Nords an. Ich dulde es nicht, dass dort eine so große Armee lauern kann. Burg Knuda ist das erste Ziel. Bereitet die Leitern vor, um die Mauern zu besteigen. Und zwar ein bisschen Dalli. Wie, mehr Fürsten sind nicht gekommen? Na, ein paar kommen noch. Die kommen aus allen Winkeln der Welt. Um uns zu helfen. Und jetzt zeigen wir es erstmal diesem Kasten. Die Nordschützen sind da. Na, du Buckel. So, den Turm haben wir erstmal abgefrühstückt. Wen haben wir denn da hinten? Boings. Zack. Ich bin am Meisterschützli. Komm schon. Aber was soll's. Gibt's hier noch Gegner? Oh ja, hier gibt's noch ganz gute Gegner. Ich bin aber gerade zu blöd zu treffen. Ein wenig zu blöd ist der Lord heute. Immer schön wegknallen, das Volk. Ich hasse Bartträger. Moment. Immer schön weg. Wettermonto! Schwung! So bin ich eigentlich der Einzige, der hier in die Richtung ballert. Was soll denn das? Kommt mal hier rüber. Hier gibt es so schöne Ziele. Ihr müsst mal ein bisschen mehr auf die Seiten mitballern. Kollegen. Oh, wir haben Verstärkung gekriegt. Jetzt gibt's aufs Maul. Bin ich halt mittendrin. Keine Munition mehr. Ihr macht das. Wie sieht's denn aus? 87, 89 Mann haben wir schon gekillt. Irgendwie fehlt mir hier die Musik, kann das? Es wäre so schön, ein paar feierliche Klänge zu hören, während ich den Feinden den Hintern versohle. ...77 Gegner stehen hier noch kampfbereit. Die kriegen wir mit den Nahkampftruppen aktuell aber auch nicht eliminiert. Da müssen die Pfeile noch ein bisschen helfen und den Feind dezimieren. Machen wir mal so, wir müssen hier mal ein bisschen mehr nach andere Seite rücken. Und dann lass die Pfeile mal wieder richtig fliegen, Freunde. Ich sehe es nicht ein, dass ich meine Schützen im Nahkampf schicke, solange sie noch Munition haben.
Die sollen mal richtig schön hier draufrotzen. Ein paar Nords werden wir damit ja wohl noch treffen können. Holt euch die Lappen da oben mal bitte. 63 Mann sind es aktuell noch. Gucken, ob ich hier noch Pfeile finde. Ne, das sind alles einfach nur erschossene Lümmel. 62 Gegner noch. Oh, da liegt ein Toter. Schnell hin. Der hat doch bestimmt Muni-Muni, oder? Botkin-Pfeil. Botkin-Pfeil. Botkin, 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 Botkin. Gut, ich würde sagen, für heute ist Schluss. Wir lassen unsere Schützen noch ein bisschen schießen. Beim nächsten Mal habe ich ja auch noch 9 Pfeile. Und dann sehen wir uns einfach an, wie wir weitermachen, wenn es soweit ist. Macht's gut, euer Lord Peter.